Je mehr Quests wir kriegen, desto besser, würde ich sagen, oder? Ach ne, wir müssen mal ganz kurz unser Inventar dingsen, freimachen. Das ist ein Großschwert, das kann weg. Der kann auch erstmal weg. Der kann weg. Des freien Mannes, der kann auch weg. Ja, die könnte ich anziehen und die können weg. Okay, ja, das klingt ganz cool. Die bleiben immer. Ja, alles verkaufen. Auch Kleinmist macht gut Ding. You know. Ihr wisst, was ich meine. So. Dann wollen wir mal. Hier gibt es Freigetränke für die Wache. Aber wenn man sie annimmt, wacht man später in irgendeiner Gasse auf. Ja, gut. Haben Sie etwas für mich übrig? Nein. Sehe ich aus wie die Wohlfahrt oder was? Ich muss mal kurz gucken, ob es hier irgendwas. Die brauche ich. Aber ich habe kein Geld. Ich bin pleite. Ups. Ich werde dich Ja, dann muss ich jetzt hier ein bisschen. Wirklich. Ihr Frechdachse. Da ist der tote Briefkasten. Hoffentlich wissen die Wächter das auch zu schätzen. Die Wächter wissen immer alles zu schätzen, Schatzelein. Ich meine, ne? So. Bestätigen. Das Spiel gibt ja so immer so ein bisschen vor, was für Fähigkeiten ich als nächstes auswählen muss. Ist halt ein bisschen doof, aber ja gut. Ich komme mir mit allem klar soweit. Dum di dum 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 da dum dum da dum dum da dum di dum di dum dum da dum 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 da dum. Ich Keinen will. Schritt weiter. Ja, schon klar. Halt die Hier Fresse. gibt es keine Rückerstattung. Wenn euch der Ja. Bauer nicht gewogen ist, ist das eine Sache zwischen euch und ihm. Meint ihr nicht auch? Findest du? Sagt es nicht, ich hätte euch nicht gewacht. Ja, die Kater. Von denen gibt es auch immer viel zu viele, finde ich. Meiner Meinung nach. So, alle Zwerge tot. Ich bin happy. So, wir gehen mal ganz kurz die Quest abgeben und dann gehen wir mal ganz kurz nach Hause. Dum di dum di dum dum da dum dum da dum dum da. Die Diebe sind erledigt, Gardistin. Habt ihr etwas gesagt? Ich habe euch leider nicht verstanden. Und seht mal, wie ungeschickt ich bin. Da habe ich doch glatt eine Geldbörse in eure Hand fallen lassen. Das so geil. Also, hoppla! Das wäre aber ungeschickt von mir. Und du denkst dir so. Okay, cool. Die ziehen wir definitiv an. Das da ist für, wenn wir irgendwas anderes wären. Die nehmen wir super gerne.
Und du nimmst den. Irgendjemand schreibt mir. Okay. Keine Zeit, Schnubbelpupse. So. Ihr wollt Bögen? Ich habe Bögen. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Schrei mich nie an. Den hätte ich anziehen können. Ich bin halt auch ein bisschen dumm, ne? Naja. Kann ich aber schon mal die anderen Sachen verkaufen, ne? Okay, sonst haben wir nichts, ne? Okay, hier. Der ist besser als den, den ich anhabe. Dann kann man den verkaufen. So. Sehr schön. So, und dann wollen wir mal nach Hause gehen. Nach Hause. Duffkind, hi, schön, dass du da bist. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine längere Sequenz. Schwer zu glauben, dass sie mir nichts hinterlassen haben. Nun, Mutter war außer sich, als du mit deinem Fereldischen Abtrünnigen durchgebrannt bist. Ich bin immer noch ihre Tochter, ihre Älteste. Grundlagen der Magie. Ja, wir haben hier ganz viele coole Sachen. Ich glaube, derselbe Käse war schon vor einem Jahr hier. Gamlin Amel. Die Bezahlung ist 2 Monate überfällig, Sarah. Da häufen sich Zinsen an, wie ihr wisst. Ihr habt bei uns Hausverbot, bis die Summe beglichen ist. Denkt darüber nach. Keinerlei Wetten oder Kartenspiele mehr für euch in ganz Kirkwall. Hoffentlich bringt ihr das in Ordnung, bevor ich Schritte ergreifen muss. Ich würde gerne weitere Unannehmlichkeiten vermeiden. Okay. Ja gut, dass Gamlin jetzt nicht unbedingt verantwortungsbewusst mit den Sachen umgeht, ist, sollte klar sein, ne? Meine Kinder haben ein Jahr lang als Leibeigene gedient. Als Leibeigene. Dabei sollten sie Adlige sein. Wenn Träume Geld brächten, würden wir alle nichts anderes mehr tun. Wollt ihr etwa sagen, das hier ist real? Dann ist es ja kein Wunder, dass ich nicht aufwachen kann. Ich dachte, dieser Ferelden, mit dem ihr davongelaufen seid, war ein Magier, kein Hofnarr. Eure Mutter hätte eigentlich den Comte de Lancé ehelichen sollen. Aber sie musste ja stattdessen mit irgendeinem fereldischen Abtrünnigen davonlaufen. Wer so etwas tut, sollte einfach nicht damit rechnen, besonders beliebt zu bleiben. Wo ist Vaters Testament? Wenn ich es selbst sehen könnte. Es ist nicht hier in Ordnung. Es wurde gelesen und dann in die Schatzkammer gebracht. Es gab keinen Grund, warum es sich irgendjemand noch einmal ansehen sollte. Ich weiß zwar, dass die Amerts Adlige waren, Mutter, aber sonst weiß ich kaum etwas. Warum sprichst du nie über sie? Die Amels gehörten dem Adel von Kirkwall an, seit Garahel die 4. Verderbnis besiegt hat. Wir hatten allerdings auch schon immer Magie in unserem Blut. Das war schon immer ein Makel unseres Geschlechts. Keine Familie, die etwas auf sich hält, würde jemals in ein Adelshaus einheiraten, in dem Magie vorkommt. Und als ich mich für deinen Vater entschieden habe, habe ich sogar noch mehr Magie in unsere Blutlinie eingebracht. Ich glaube, das war es, was meine Eltern am meisten verletzt hat. Hat Großvater meine Mutter in seinem Testament überhaupt erwähnt? Unser Vater ist gestorben, als ihr fast noch in den Windeln lagt, Mädchen. Da könnt ihr wohl kaum erwarten, dass ich mich noch daran erinnere. Aber nein, natürlich nicht. Warum solltet ihr nicht auch mal etwas Vernünftiges tun? Ja, ne? Sieht aus, als wäre das ein Wunderpunkt. Was steht dort drin, das wir nicht sehen sollen? Gar nichts. Aber ihr werdet das verdammte Ding trotzdem nicht zu Gesicht bekommen. Es ist noch immer dort oben im Anwesen unter Verschluss. Und das bedeutet, es ist weit außerhalb meiner Reichweite. Welcher verblödete Bastard würde so etwas zurücklassen? Es war einfach nicht mehr wichtig. Oder denkt ihr etwa, ich hätte hier 25 Jahre lang herumgesessen und darauf gewartet, dass Leandra zurückgekrochen kommt? Wer hat das Anwesen gekauft, Gamlin?
Vielleicht könnte ich ja mal mit Ihnen sprechen. Waren es die Reinhards? Niemand, den ihr kennt, Schwester. Also gewöhnt euch lieber an die Unterstadt. Denn genau hier werden wir bleiben. Beim Erbauer, was für ein Chaos. Ich will Mutter ein besseres Leben bieten, aber Gamlin hat einige Sachen gesagt. Es fällt mir schwer, ihn zu hassen. Im Leben einer anderen nur der Verwalter zu sein. Immer im Schatten. Das ist doch kein Leben. Und los geht's. Wenn du darüber streiten willst, wer am meisten verloren hat, bitte. Aber ich habe nie hier gelebt. Mutter hat mir sogar ihren alten Schlüssel gegeben, um die Sache voranzutreiben. Aber ich habe Großvater nicht gekannt. Sein Testament zu finden, bedeutet mir nichts. Du willst eine Verbindung, und genau die werden wir hier finden. Die vormals mächtigen Emels? Ein Haufen Sklavenhändler entleert sich über dem Staub früheren Ruhms. Was hast du denn gehört? Onkel ist ein redseliger Trunkenbold. Er steckte bis zum Hals in Schulden und hat alles überschrieben. Daher der jetzige Besitzer des Anwesens. Der größte Weinkeller von Kirkwall ist heute ein Sklavenweg aus der Tiefstadt. So sieht das Vermächtnis der Familie aus. Das klingt wie eine Situation, die wir ändern müssen. Und dann? Wir sind nicht wichtig genug, um dort tatsächlich zu wohnen. Alles der Reihe nach, Carver. Also gut, Schwester. Wenn der Schlüssel sperrt, räumen wir das Anwesen von der Tiefstadt bis hinauf zum Fürst auf. Okay. Dann tun wir das doch. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich würde mich gerne mit Ihnen anlegen. Ach, ihr. So, dunkle Erleuchtung. Mir wurde gesagt, dass euch die Rückgabe der verlorenen Briefe der Grauen Wächter zu verdanken ist. Euer Tun wurde durchaus zur Kenntnis genommen. Nehmt bitte die beigefügte Belohnung und den Segen der Wächter an und behandelt die Angelegenheit diskret, anonym. Brief von Afanrel. Hawk, euer Jahr ist um und es steht euch frei zu gehen. Trotz dessen, was ihr vielleicht denkt, fand ich unsere Zusammenarbeit ausgesprochen angenehm. Ich werde deshalb möglicherweise den einen oder anderen Auftrag an euch weiterreichen, falls ihr bereit seid, euch die Hände schmutzig zu machen. Gebt auf euch Acht, Afanrel. Seid gegrüßt. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich jedoch habe von euch gehört. Mir ist bekannt, dass ihr vielleicht Bedarf an einigen Stücken aus meiner Sammlung haben könntet und obendrein über die Mittel verfügt, sie auch zu erwerben. Ich lasse eine derartige Einladung nicht jedem zukommen. Aber ihr seid nun mal alles andere als jeder, nicht wahr? Seht dies als eine Einladung ins Schwarze Emporium an. Beiliegend findet ihr eine Wegbeschreibung durch die Gänge unterhalb der Stadt sowie den Zauber, mit dem ihr das Emporium betreten könnt. Solltet ihr den Zauber an jemand anderen weitergeben, wird seine Wirksamkeit augenblicklich erlöschen und die Konsequenzen werden unerfreulich sein. Ich erwarte euch. Zenon. An jeden, der beschließt, sich der noblen Sache anzuschließen und die Familie Vael von Starkhaven zu unterstützen. Seine ehrwürdigste Hoheit, Prinz Sebastian Vael, hat Informationen für all jene hinterlassen, die mutig und edel genug sind, das Gesinde auszulöschen, das es gewagt hat, seine Familie anzugreifen. Drei Söldnertrupps der Flint-Gesellschaft wurden in der Umgebung von Kirkwall gesichtet. Ein Trupp hat sein Lager nicht weit entfernt von den Elfen des Sunterhügels aufgeschlagen. Der zweite hat nach Einbruch der Dunkelheit an den Docks nach Informationen gesucht. Der dritte ist weit entfernt von der Hauptstraße an der verwundeten Küste zu finden. Er hat vermutlich ein kleines Lager fernab jeglicher bekannter Orientierungspunkte aufgeschlagen. Wer auch immer all diese Schurken aufspürt und zur Strecke bringt, kann mit einer fürstlichen Belohnung rechnen. Möge euch der Erbauer den Weg weisen. Kantorin Talefa. Okay. Ich halte zu dir, Schwester. Vorerst. Ich wollte euch Kinder immer hierher zurückbringen, damit ihr eure Großeltern habt. Aber jetzt wünschte ich mir, wir wären in Forelden geblieben. Oh. Ja, wir haben ganz viel tolles, cooles Zeug. Ja. Beschränkung Varric, Sebastian, Evelyn, Fenris, Carver, Evelyn, Isabella, Carver, Fenris. Okay. Ja gut, was ist das? Wer dieses Elixier zu sich nimmt, beherrscht dann auch seinen Körper besser. Ja, cool.
So. Okay, dann wollen wir mal kurz alle ausrüsten. Also rum. der gehängte Mann. Die Dunkelstadt. So wie es sein soll, machen wir die. Erstmal. So, gleich kommt mein allerliebster Schatzi-Pupsi nach Hause. Diese Straßen sollten nachts sicher sein. Hättet ihr Interesse dafür zu sorgen, dass dem auch so ist? Ja, warum nicht, ne? Der braucht erstmal ganz viel Klugheit, damit wir alle Truhen, die wir finden, nutzen können. So. So. Für Varric hatte ich auch hier die Schärfe und für dich haben wir die. So, die Hunde des Krieges 9 Schaden, 21 Schaden. Ja, kriegst du, ja moin. So, wir müssen gucken, was den meisten Schaden macht. Angriffsgeschwindigkeit gegen. Dann kriegst du das. Varric kann nichts anderes nehmen. Gürtel. Na, nehmen wir. Go for it. Okay, wir müssen die Sachen auch verkaufen. Sobald es geht. Wir dürfen keine Zeit verschwenden, Hawk. Ja, ich bin doch schon unterwegs, so aufzunerven. Platz in ganz Kirkwall. Tavernen in der Oberstadt befinden sich alle im Besitz der Händlergilde. Der Hinterhalt muss ganz in der Nähe sein. Ich lasse nicht zu, dass diese Machenschaft eine weitere Wache das Leben hat. Wer? Evelyn? Ja? Ihr seid ein wundervoller Anblick. Gardist? Ich meine, ich war auf Patrouille und sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Mhm. Ein paar von ihnen konnte ich ausschalten, aber es waren einfach zu viele auf einmal. Dabei hatte der Hauptmann gesagt, auf dieser Route sei es ruhig. Das Siegel des Vicomte. Das hier sind amtliche Unterlagen. Dokumente der Stadt. Für eine Diebesgilde wären sie von unschätzbarem Wert. Oh ja. Eine Lieferung, für die einer der unseren geopfert wird. Hauptmann Jevon wird sich dafür verantworten müssen. Er verkauft seine eigenen Leute? Der Mann sollte nicht Hauptmann der Wache sein, sondern eine Regierungsposition bekleiden. Ja, sehe ich auch so. Jevon muss erfahren, was Recht und Gerechtigkeit bedeuten. Wir werden diese Angelegenheit der Amtsgewalt des Vicomte übergeben. Sie muss aufgeklärt werden. Ich bin gespannt, wie freundlich der Hauptmann von seinen geschätzten Dieben im Kerker willkommen geheißen wird. So. Dann wollen wir mal das Gebiet wechseln. Wir gehen mal ganz kurz in den gehängten Mann. Guck mal, wie der da rumhängt. Ist das nicht voll cool? Ich muss mir mal ganz kurz hier umgucken. Okay. So. Und so, es ist so. Wir müssen eine Möglichkeit finden, in die tiefen Wege zu kommen. Bartran kann uns an den richtigen Ort führen, aber wir brauchen einen geeigneten Zugang. Ein Zugang ist so gut wie der andere, oder? Außer natürlich, er wird von einem Drachen bewacht, nehme ich an. Wir brauchen einen Zugang, der nah an unserem Ziel liegt, aber noch nicht geplündert wurde oder voller dunkler Brut ist. Glücklicherweise habe ich ein paar neue Informationen erhalten.
In der Stadt hält sich ein grauer Wächter auf. Wenn irgendjemand weiß, wie wir dort runterkommen, dann er. Wieso sollte ein grauer Wächter das wissen? Die Wächter kämpfen nicht nur gegen die dunkle Brut. Sie dringen auch ständig weiter in die tiefen Wege vor. Und selbst wenn er es nicht weiß, könnte er vielleicht jemanden kennen, der es tut. Mein Rücken. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ach, momentan nicht. Bartrand hatte sich schon einen Zugang ausgesucht, aber es war eine Sackgasse. Ich werde mich weiter umsehen, aber wenn wir nichts finden, haben wir eine hübsche kleine Expedition, die nirgendwo hingehen wird. Klingt, als hättet ihr das alles gut durchdacht, Varric. Genau dafür bin ich doch da, Messer. Also, dieser graue Wächter ist vermutlich vor nicht allzu langer Zeit mit einigen anderen Flüchtlingen aus Ferelden hier eingetroffen. Eine Frau aus der Unterstadt namens Lirene hat den Ferelden geholfen. Vielleicht kann sie uns ja sagen, wo er ist. Ich werde mich weiter bei meinen Kontakten umhören. Vielleicht kann ich ja noch mehr Arbeit auftreiben. Okay, cool. Ja, mit Varric die Freundschaft nach oben zu schießen, das ist super easy. Ging es hier wieder raus? Ja. Hört auf, mich anzuglotzen. Was ist denn jetzt wieder das Problem, kleiner Hawk? Nennt mich nicht. Ach, lasst es einfach. In Ordnung? Ihr sucht doch nur Stoff für eure Geschichten. Haltet ihr euch denn für so interessant? Ich habe jetzt schon genug Probleme, damit im Schatten zu stehen. Da muss ich nicht auch noch von einem erfundenen Ich ausgestochen werden. Keine Sorge. Wiegenlieder oder Kindermärchen sind nicht mein Fachgebiet. Konnte man nicht irgendwie... Erstmal ein Saufen. Hat er schon wieder auf fremde Rechnung getrunken? Bei diesen Typen hat man gar keine andere Wahl. Oder wie würde es dir gefallen, wenn Betrunkene dir in den Hintern kneifen und versuchen, dich abzulecken? Egit. Ich tue einfach so, als hätte ich das nicht gehört, okay? Sowas von schräg. Ja, natürlich müssen die jetzt wieder bohren, das ist doch nicht wahr. Alter, das ist Mobbing. Wirklich? Ich bin mal kurz in der Pause, weil ich wollte eh kacken gehen. Bis gleich. Ist das alles? Ihr erklärt gerade Meilensteine sowohl sinnloser Clips, als aktiviere die...